Ich hoffe, dass die Batterie lange genug hält. Ja, das hoffe ich aber auch. Bitte nennen Sie Ihren Namen, um mit der Stimmenidentifizierung zu beginnen. Dr. Susan Oliver. Dr. Susan Oliver. Erfahrung positiv. Dr. Oliver. 30 Sekunden schließt sich die Tür im wahrsten Sinne des Wortes. Ich zeige es euch sogar. Nicht per Hand auf. Ich würde sagen, dass es eine Klima und was da drin liegt ist. Das war jetzt nur. Wollte das nicht. Wirklich mal Schmalspur. Nee, das war jetzt nur wirklich ein bisschen sehr. Ey, komm. Wir nehmen jetzt das Maya-Artefakt und kratzen den schönen wir kratzen den Rubin, der da oben ist, mit dem Maya-Artefakt. Prima Idee. Ja. Damit kann ich den Rubin bestimmt aus der Maske hebeln. Das denke ich auch. Es hat Katsching! Funktioniert, schön. Juhu. Juhu, yippie. Yippie, yippie, Schmeidebacke! So, wir hatten ja vorher mitgekriegt gehabt, dass Brian das öfteren mal gesagt hatte, hey, der Laser könnte ja vielleicht stärker gemacht werden, wenn wir einen anständigen Rubin haben. Ja, und auf geht's. Mal sehen, ob ich ihn gegen den alten austauschen kann. Ja, natürlich hat er auch Ahnung davon, wie man einen Laser modifiziert mit einem Rubin. Ich glaube, dass der Strahl jetzt viel stärker sein wird. Ja, absolut. Ich würde jetzt warten, bis Frau Doktor den Laser benutzt. Absolut. Jetzt wartet er. Jetzt steht er einfach blöd, beteiligungslos in der Ecke und ja! Hä? Es hat funktioniert. Frau Doktor, tut mir ja leid, aber ich sah keine Alternative. Ich brauche jetzt einen Kaffee. Das ist eine geile Idee. Reden wir erstmal mit ihr. Vielleicht können wir es auch so. Machen Sie sich keine Sorgen, Frau Doktor Oliver. Ich bin sicher mit etwas Kleber. Lassen Sie mich. Mein Leben ist ruiniert. Erst fängt mein Mann eine Affäre mit dieser Doktorandenschlampe Candle an. Kurz darauf schließt sich mein Sohn den Krishna-Jüngern an und verlässt das Haus. Und jetzt das. Wenn ich weder meine Familie zusammenhalten, noch meine Arbeit tun kann, sagen Sie mir, was soll ich dann mit meinem Leben anfangen? Also so eine wie du? Nichts. Sieht menschlich. Frau Doktor, Sie müssen sich erholen. Jedem kann ein Fehler unterlaufen. Ja. Nein, nein, meine Hände sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Ich kann ja nicht einmal eine Mandel öffnen. Sie kann nicht mal eine Mandel öffnen. Muss, kann man die überhaupt öffnen? Schält man die nicht? Machen Sie sich keine Sorgen, Frau Doktor. In 20 Jahren Arbeit habe ich kein einziges Objekt beschädigt. Nicht mal einen Riss hat es gegeben. Nicht einen Kratzer. Nichts. Es gibt immer ein erstes Mal. Verstehen Sie? Ich sollte Sie dazu bewegen, weiterzuarbeiten, damit sie das Kruzifix restauriert. Naja, wir haben ja auf dem Flur haben wir ja einen Kaffeeautomaten. Um Gottes Willen, einen Kaffee! So höre ich mich morgens auch an. Ja. Wir haben ja gesehen, Kaffeeautomat, also holen wir uns einen Kaffee, also von daher. Ja. Klick. Achtung. Die Maschine hat viele Sorten Kaffee. Cappuccino, Espresso, mit viel Milch, mit wenig Milch. Aha. Ich glaube, dieses rote Licht zeigt an, dass der Kaffee alle ist. Kaffee alle? Nein! Nein! Warum? Warum? Warum ist der Kaffee alle? Ganz ehrlich, kein Kaffee im Haus ist wie Apokalypse Now. Also ohne Scheiß. Nee. Reden wir mit Willi? Natürlich läuft der Ender vor. Ach komm. Kaffeemaschine. Ich habe gesehen, dass die Kaffeemaschine in der oberen Etage leer ist. Ja, seit heute Nachmittag. Ja, das ist aber dumm. Wann wirst du sie auffüllen?
Hör mal, Kerl, komm mir nicht mit Forderungen daher. Das war keine Forderung, das war eine Frage, du Vollidiot. Die letzte Packung, die ich noch hatte, reingeschmissen. Im Lager gibt's keine mehr, also bleibt sie leer, Mann. Das war dumm. Das ist aber dumm. Kann man da nichts machen, damit es wenigstens für einen einzigen Kaffee reicht? Nur einen Kaffee noch? Ja, klar. Du kannst dich neben sie stellen und ihr zuflüstern. Maschinchen, Maschinchen an der Wand. Genau. Gib mir eine Tasse Kaffee in die Hand. Nein, verdammt, wenn kein Kaffee da ist, ist einfach kein Kaffee mehr da. Und nichts weiter. Das ist bloß wegen dieser verrückten Olivar. Gott, sie ist wirklich eine verfluchte Irre. Sie trinkt mindestens 20 Tassen Kaffee am Tag. Deswegen das ist die Hexe total nervös, logisch. Das überbiete ich natürlich. So, nicht weiter stören. Ich mach erstmal was anderes. Ich gehe erstmal die Maya-Ausstellung mal angucken. Genau. Maya-Ausstellung, ja. Ja. Klick. Na komm. Sieht ja geil aus alles. Ich verstehe nicht viel von Kunst. Aber das hier ist beeindruckend. Das ist das einzige Mal, dass wir in einem ganzen Kapitel in diesen Raum gehen. Und wisst ihr, wozu wir das machen? Hier auf dem Tisch sind Maya-Artefakte. Und davon nehmen wir uns eins. Weil in diesem Artefakt was Schönes drin ist. Seht mal, in der Schale ist etwas, das wie Kaffeebohnen aussieht. Ich nehme sie mit. Katsching. Vielleicht kann ich hiermit Kaffee für Frau Dr. Oliver kochen. Kaffee. Aber wie wir gesehen haben, das waren ja Bohnen und Kaffeeautomaten funktionieren nämlich mit Bohnen. Das sagt uns dieser kleine Dreckskerl da auch und deswegen machen wir was ganz Verrücktes. Und zwar gehen wir hoch auf die Treppe. Ihr habt doch diesen Dremel. Diesen Dremel. Diesen Black & Decker Power Dremel oder keine Ahnung, nee, ihr wisst, was ich meine. Habt ihr doch bei Dr. Oliver im Restaurationslabor und so gesehen. Nehmen wir uns erstmal die Bohnenschale und malen die Bohnen mit dem Elektroschleifer. Warum sollte ich das tun? Du verdammter Dreckskerl! Boah! Du willst mich doch ärgern jetzt! Natürlich will das Spiel erst nach unten zur Willi! Oh. Mann! Vorausschauendes Denken haben die Spieleprogrammierer nicht erkannt, oder was? Willi, ich bringe dir Kaffee, damit du die Maschine auffüllen kannst. Ich weiß nicht. Sieht wie Kaffee aus. Aber es sind Bohnen. Und die verdammte Maschine funktioniert nur mit gemahlenem Kaffee. Was habe ich doch gerade vor 2 Minuten gesagt? Aber nein! Lalalalalala. 100 Punkte für den, der weiß, was es ist. Oh, Mann! Ja, vielleicht kann ich mit dem Schleim... Nein! Arschkriege. Es hat funktioniert. Jetzt ist diese Kaffeesorte gemahlen. So. Nur out of curiosity. Ich glaube nicht, dass sie das interessiert. Oh, wir wollen einen Kaffee haben. Das halte ich für keine gute Idee. Kaffee plus Wasser gleich Kaffee.